Ja, Divaka, erstmal vielen Dank, dass du nochmal für uns Fragen beantworten möchtest mit Hilfe der Tarotkarten. Das Thema, was mich interessiert, ist Wirtschaft und Finanzwesen, sowohl jetzt auf Deutschland bezogen, aber auch überhaupt. Und da hätte ich gerne von dir erstmal generell eine Einschätzung, was passiert jetzt, was läuft jetzt ab in dem Bereich. Sehr spannende Frage. Ja, das Interessante an so einer Frage ist, wir haben das ja in einem spirituellen Kontext, das Ganze zu sehen. Und ich glaube, das ist auch, nur so kann man das lösen. Die ganze Problematik ist so zu lösen. Also, jetzt lege ich die mal so raus, muss jetzt so aufstehen. Das ist ein kleiner Tisch hier. Ziehe ich mal eine Karte für diese Frage. Jetzt erstmal eine. Self-Acceptance. Also sich selbst annehmen, akzeptieren. Ich denke, wir müssen das Ganze global angehen, was da passiert. Und von der Seite her sozusagen versuchen dieses Phänomen, was da jetzt so praktisch wie eine Lawine reinbricht, zu lösen. Und hier ist die Karte selbst akzeptieren. Wobei es hier um eine Geschichte geht, möchte ich ganz kurz anreißen. Ein König geht in seinen Garten und das sind die Pflanzen, die da sind, die Bäume, die schauen alle ganz komisch aus. Die Eiche lässt die Blätter und Zweige hängen und sagt, ich würde gerne Obst für dich haben und die Rosen, die sagen, wir wären lieber Lotus und alle sind nicht zufrieden. Nur vielleicht das Gänseblümchen könnte man es übersetzen, hat ist Gänseblümchen, die schauen gut aus. Und der König fragt sie, was ist mit euch? Ihr seid nicht schräg drauf. Und die sagen, ja, du hast uns ja so gewollt, ja, und das sind wir. Also annehmen, sich annehmen in der Situation. Für den einzelnen Individuum bedeutet, für den einzelnen Menschen bedeutet das erst einmal, dass natürlich überall Einschnitte da sind, ja, dass wir mit den Gegebenheiten uns zurechtfinden müssen und auch das akzeptieren müssen, was da jetzt ist, ja, also auf dieser Ebene. Das ist jetzt niemandes Verschulden, zumindest nur die Leute, die darunter leiden, die haben es am allerwenigsten verschuldet. Und man könnte es auch so übersetzen, die Dinge passieren so, wie sie passieren müssen. Ja? Und ich glaube, gerade mit dieser finanziellen Krise, das trifft sozusagen das Gehirn der Menschheit, ja? Wobei das Gehirn die Banken sind.
Ja, ich habe darüber was gelesen, das fand ich also sehr, sehr gut. Da werden verschiedene Nahrungsmittel, Transport und so weiter, die ganzen Systeme, Gesundheitssystem, werden wie Organe angesehen. Die Banken sind das Gehirn. Und wenn wir unser System anschauen, kann man nur sagen, es muss sich was ändern. Ja, also auf dem Planeten muss sich dramatisch was ändern. Das heißt, was da passiert ist, eigentlich ist der erste Schritt zu einer größeren Änderung. Und ich denke, wir müssen auch diese größere Änderung, die müssen wir zum einen verdauen, wir müssen sie sozusagen tragen, und wir müssen unser ganzes System, in dem wir leben, völlig verändern. Und ich glaube auch, dass diese ganzen Maßnahmen, ja, diese Bad Banks und diese ganzen Milliarden und Billionen, ja, in deutscher Sprache Billionen, ja, gesehen, also in Amerika sind es ja schon Trillionen, wenn man diese Unterstützung anschaut, die alle in die Banken reinfließen, ja, aber in der Wirtschaft verändert sich nichts. Die Banken geben auch kein Geld mehr raus, ja, als wie es vielleicht früher war, weil sie da gut verdient haben. Jetzt horten sie das Geld. So kann es natürlich auch nicht weitergehen. Ja. Und ich fürchte, wir sind noch nicht am Tiefpunkt angekommen. Ja. Also wenn ich mir das so anschaue, ich fürchte, wir sind noch nicht angekommen. Oder wir sind gerade in einem Anfang eines Umwandlungsprozesses. Ich denke, da werden Maßnahmen nötig werden, die wir uns jetzt noch gar nicht so vorstellen können, aber zum Beispiel, dass das Zinssystem abgeschafft wird, was ja sehr gut wäre, ja. Dass zum Beispiel ein Grundeinkommen für Menschen einfach gegeben wird. Wenn man mal rechnet, was da an die Banken bezahlt worden ist, da könnten viele Millionen oder auch ein paar Milliarden Menschen schon davon leben. Ja? Also ich meine, von dem Geld. Es wäre eine andere Annäherung. Akzeptieren heißt jetzt für den Einzelnen akzeptieren, erstmal, dass die Situation so ist, also für den, was der Einzelne mitbekommt, aber eben auch die Situation als Gesamtes. Ja, ja. Ja, und dass Veränderungen anstehen, das sehen ja fast alle Menschen, nur wie kommen Veränderungen zustande? Weil, durch die Not. Durch die Not, ja, aber es sind Menschen an der Macht, an den Schalthebeln, die kein Interesse an Veränderungen haben oder nur Veränderungen dahin zu ihrem eigenen Vorteil. Wie kann dann wirklich Veränderungen passieren, wenn wir nicht einfach nur alle darauf warten, wo soll die Veränderung dann herkommen? Das ist genau richtig, die richtige Frage. Ich denke, die einzige Veränderung, die wir erreichen können, bedeutet durch eine Veränderung auf meiner Seite. Also ich muss bei mir anfangen. Ja, ich muss bei mir anfangen. Und der Anfang dieser Veränderung ist, ich sehe dann auch schon, dass es auch kommt, ist zu sehen, zum einen zu sehen, dass wir alle gleich sind, ja, dass es keinen Gegner in dem Sinne gibt. Ja. Es gibt nur, wir sind alle eins und wir sind alle gleich. Ja. Das ist sozusagen das Basisverständnis. Ja. Und ich glaube, jeder, der meditiert, hat irgendwann mal auch diese Einsicht, ob die jetzt nun mal gerade kurz ist oder auch länger ist, spielt ja keine Rolle, aber dass wir sind alle eine Familie, wir sind alle ein Bewusstsein. Da gibt es natürlich große Unterschiede, ja, in diesem Bewusstsein, aber nur so können wir uns der Sache annähern. Die Menschen, die jetzt an der Macht sind, sind aus,
aus Gründen ihrer eigenen Konditionierung an der Macht. Ja? Weil das natürlich fürs Überleben wichtig ist, da kommen wir her, es ist ein ständiger Überlebenskampf. Natürlich, die Macht ist eine sogenannte süße Macht, weil die Leute natürlich alle Möglichkeiten haben, ja? Und dabei völlig vergessen, wie es den anderen Menschen geht. Das heißt, der Antidot, das Heilmittel ist die Erkenntnis auch dieser Menschen, dass wir alle eins sind. Und dann kann ich natürlich meinen Bruder, meine Schwester, meinen Leidensgenossen in Schwierigkeiten oder meinen Freund in guten Zeiten, den werde ich anders behandeln. Das heißt, es geht nur über Bewusstsein und Herz. Das heißt, was wir machen können in so einer Situation ist wirklich leben. Ja? Jeder muss damit anfangen. Es geht auch nicht darum, irgendwas zu predigen, irgendwelchen Leuten was zu predigen, das hilft überhaupt nichts, sondern jeder muss bei sich selber anfangen. Ja? Ich muss in meinem Verhalten einfach meine Herzqualitäten leben. Da gibt es eine sehr schöne Website, diese www.wingmakers.com, ist in Englisch, wunderbar. Die sprechen von 6 Herzqualitäten und ich möchte die ein bisschen anschneiden, weil für mich ist es eine fantastische Möglichkeit, wie man von seinem emotionalen Schwierigkeiten, Verbogenheiten, merkwürdigen Konditionierungen, die wir alle haben, ja, einfach über Erziehung und so weiter, wie man da einfach aus diesen emotionalen Geschichten rauskommt in eine Transformation durch das Herz. Ja. Und da gibt es so ein paar Punkte wie Verstehen, ja. Die sich selber verstehen, andere verstehen. Ja, oder Mitgefühl, eines der wichtigsten Dinge, die auch im Buddhismus ja ganz stark sozusagen in den Front gerückt werden, weil das einfach eine zentrale Rolle ist. Wenn diese Menschen, die an der Macht sind, wenn die noch etwas Mitgefühl hätten oder wieder Mitgefühl entwickeln, aus Gründen, die vielleicht daher kommen, dass mehr und mehr Menschen auf diesem Planeten Mitgefühl entwickeln. Ja? Das teilt sich mit, es teilt sich alles mit, über das kollektive Überbewusstsein, kollektive Unterbewusstsein kriegen diese Leute das auch mit. Ja? Und es wird sich dann was ändern, nur so kann was ändern. Wir können nicht mit Gewalt, lässt sich gar nichts ändern. Ja? Die Machthabenden sind sowieso stärker, ja? So gesehen. Du kannst nichts mit Gewalt machen. Ja? Du kannst es nur mit Bewusstsein, mit Herzlichkeit angehen, aber bei dir selber anfangen. Ja? Was zum Beispiel da noch sind, so 6 Herztugenden, da ist auch Anerkennung dabei, sowas wie auch Dankbarkeit. Ja? Menschlich sein, ja, nicht glauben, dass du besser bist als andere, weil das ist auch gegen diesen Grundsatz, dass wir alle gleich sind und alle eins sind. Und dann ist auch noch sowas da für seine Wahrheit eintreten. Ja. Nur das hilft. Und ich glaube, dass wir in dieser Zeit, in der wir sind, alle reden von, oder viele reden von 2012, ja, was, glaube ich, stattfindet, ich habe mich da auch wirklich in diese Thematik rein vertieft, was wohl stattfindet, ist, dass wir durch einen Korridor von neuem Licht, ja, sowas wie neues Verständnis, höheres Bewusstsein, dass wir da durchlaufen und dass sich damit insgesamt was verändert. Es gibt da zum Beispiel sehr interessante Berichte, auch von der NASA und, die sagen, unser ganzes Sonnensystem unterliegt gerade
gerade meine ich jetzt die letzten 20 Jahre oder 15, 20 Jahre dramatischen Veränderungen. Ja, das sind auf Planeten, wo früher praktisch keine Atmosphäre, taucht plötzlich Atmosphäre auf. Neptun hat plötzlich wesentlich mehr Lichtausstrahlung als vorher und solche Dinge, die man eigentlich überhaupt nicht mit unserem Wissen und unserer Physik und unserer Wissenschaft erklären kann. So, ich glaube, wir sind gerade, und das ist das ganze 2012, wir sind gerade in einer Zeit, wo die Möglichkeiten für einen Bewusstseinsaufschwung von vielen Menschen einfach leichter vonstatten gehen kann. Ja. Das heißt aber auch, irgendwelche Dinge, die schräg laufen, werden aber auch ans Licht kommen. Ja. Das ist einfach, wenn jeder kennt es, wenn auf irgendeine Situation mal wirklich bewusst geschaut wird, ja, dann verändert sich die Situation. Ja. Wir sehen sie nicht mehr als solche an, was wir vorher unter einem Leidensdruck angesehen haben. In dem Moment, wo ich eine Erkenntnis über die Situation habe, ist meistens die Problematik der Situation gelöst. Ja, oder zumindest der Anfang ist da, dass ich es lösen kann. Also Bewusstsein und damit auch Herz ist für mein Gefühl die einzige Lösung in dieser Situation. Und wir werden unterstützt vom Kosmos, sagen wir mal so. Ja. Von einer absoluten spirituellen Sicht aus gesehen, sage ich auch, natürlich, wir sind alle eins, es gibt keine Trennung, es ist ein Bewusstsein, was in den verschiedenen Menschen lebt. Aber andererseits ist es doch so, dass wir, um zusammenzuleben, auf jeden Fall auf dem jetzigen Stand des Bewusstseins der Menschen, Regeln brauchen. Und auch du hast eine Familie erwähnt, also wir sind wie eine Familie, auch in der Familie sind doch Regeln. Und wenn sich Leute nicht an diese Regeln halten, dann ist es doch auch legal, die darauf hinzuweisen und notfalls eben auch mit Gewalt. Von daher, ich teile nicht ganz deine Einstellung, dass man einfach nur verharren soll und warten soll und davon ausgehen soll, dass die Veränderung sowieso geschieht. Ich finde es irgendwie gut, auch aktiv daran teilzunehmen. Absolut. Also ich habe mich da vielleicht nicht so klar ausgedrückt. Ich denke überhaupt nicht dran, an irgendein Verharren. Wir müssen sehr aktiv sein. Ja. Also wie ich vorher gesagt habe, ich kann nur bei mir anfangen und das heißt wirklich ganz konkret, zum Beispiel diese Herztugenden, ja, von denen, das kommt über einen James von diesen Wingmakers, ja, das ist einfach ein Name, aber das ist ein offensichtlich jemand, der erleuchtet ist, also einfach was er so sagt, ja, kann man das sehen, der sagt, mach dir einen Plan, leb das jeden Tag. Ja? Jeden Tag, wenn du in irgendeine schwierige Situation kommst, mit irgendwas, was Streit hat oder wo es Spannungen gibt, löse es jetzt mal über deine Herztugenden. Ja? Also das ist wirklich ein am konkreten Einzelfall in jedem Moment arbeiten. Ja? Und daran sozusagen sich zu erinnern, dass ich nicht mit der normalen, mit meiner Logik oder mit meinem reinen Gefühl da antworte, was ja meistens der Grund ist, weswegen sich Leute streiten, ja, oder in wirkliche heftige Diskussionen kommen, weil der eine kommt mit der Logik und der andere kommt und die andere meistens, ja, wenn man es mal in der Partnerschaft oft ansieht, das ist eine reine gefühlsmäßiges Einschätzen der Situation und die beiden crashen gegeneinander. Das heißt, wir müssen sozusagen eine neue Basis finden, die gemeinsam ist. Und die gemeinsame Basis ist einfach das Herz, das wissen wir alle. Ja, ich meine, in dem Moment, wo ich mich in meinem Herzen befinde und jemand anders auch da ist, haben wir keine Probleme. Ja, was die Machthaben angeht, ich denke, also Gewalt
schließe ich einfach aus, weil wir da den Kürzeren ziehen. Ja? Also die Sache mit in Deutschland Bader-Meinhof oder diese ganzen Terroristen, ja, das ist der falsche Weg, das ist eindeutig der falsche Weg. Ja? Das meinte ich auch nicht, aber dass zum Beispiel klare Spielregeln aufgestellt werden, zum Beispiel fürs Finanzsystem, was eigentlich alle sagen, das sollte passieren, absolut, aber es passiert nicht richtig. Es passiert nicht. Nicht richtig, nicht wirklich, nur ein bisschen äußerlich, formal, aber es passiert nicht wirklich. Ja. Und ich meine, da kann man schon auch für demonstrieren oder eben versuchen, Politiker zu wählen, die dem entsprechen. Absolut. Und nicht, die nur daran interessiert sind, den Status quo zu erhalten. Das absolut, also da bin ich 100% dafür, was sozusagen die legalen Methoden sind, ja, absolut, ja, und ich denke, dieses ganze System, eigentlich, es ist verrottet, es ist einfach dazu da gewesen, um diesen Planeten auszubeuten zum Nutzen von ein paar hundert Familien, ja, auf diesem Planeten, die Elite sind, die schon seit langer Zeit die Elite sind und die einfach diesen Planeten aussaugen und vor allem auch die Menschen, die auf diesem Planeten sind, also völlig in Situationen reinbringen, ja, die unmenschlich sind, ja. Weil da auch kein Mitgefühl da ist. Ja? Und ich denke, das können wir uns nicht mehr leisten. Ja? Und ich denke auch, durch diese Krise besteht die Chance, dass wir das auch abschaffen. Und wenn die Finanzkrise es nicht bringt, dann kriegen wir noch andere Krisen. Und da bin ich auch davon überzeugt. Ja? Also ich denke, das ist der Anfang. Ja? Und die Einschnitte, glaube ich, werden umso drastischer, je weniger wir lernen. Ja? Das ist einfach wie im Leben eines einzelnen Menschen, eines Individuums. Wenn ich was nicht kapiere, dann wäre ich krank oder habe einen Unfall oder irgendwas passiert, ja? Irgendein dramatisches Ereignis, das mich sozusagen zurechtschüttelt. Ich kenne es aus meinem eigenen Leben, wenn ich dagegen irgendwie die Dinge vorhersehe oder einfach schon mich von Haus aus in eine Richtung begebe, wo ich das Gefühl habe, da geht's lang und da ist es richtig, weil ich einfach anschaue, was mir so passiert, wie die Dinge ablaufen, ja, dann passieren diese Dinge nicht, dann wird es nicht so hart. Ja? Also wirklich, wenn ich mein Leben anschaue, wie ich so auf der Spitze einer jugendlichen Hybris, das war irgendwann mal, wie ich 30 noch was war, ja, da hatte ich einen riesen Unfall gehabt, ja, frontal, und es ist nichts passiert, ja, weil ich sozusagen einen Schutzengel hatte, ja, oder das, was um mich herum ist, was eigentlich ich ist, das hat mich geschützt, ja, das hat diesen kleinen, zarten, gebrechlichen Körper geschützt, ja. Aber es ist immer so. Das heißt, mit der Menschheit ist es ganz genauso. Wenn wir unangenehmste Folgen vermeiden wollen, gibt es eigentlich nur einen Weg. Ja? Wir müssen uns besinnen, sozusagen. Ja? Und wir müssen ein neues menschliches Konzept für die Menschheit, für die gesamte Menschheit finden. Und da ist alles eingeschlossen. Da ist Afrika eingeschlossen und da ist alles eingeschlossen. Ja? Die Armut auf dem Planeten, die natürlich angeblich wird ja dagegen was gemacht, aber es werden immer mehr Leute arm, ja, und es werden immer mehr Leute, immer weniger Leute, immer mehr reich, ja, also das ist die Realität, das ist statistisch gesehen, ich habe es irgendwann mal gelesen, in Amerika sind es, glaube ich, jetzt mittlerweile noch 2%, die 98% des gesamten Vermögens in Amerika in den Händen halten, 2%. Und die anderen 98%, die haben 2%. Das geht so nicht.